Ja, mein Name ist Daniel Landau. Ich freue mich, dass Sie da sind, hier zusehen, hier zuhören wollen. Ich darf auch die Zuseherinnen im Livestream begrüßen, beziehungsweise die Zuhörerinnen von Radio Helsinki Graz, Freirad Innsbruck und der Radiofabrik Salzburg. Das finde ich wirklich großartig, diese Kooperation. Und danke auch allen vom Elevate, dass ihr ja auch so ein Diskussionsprogramm möglich macht. Das Thema Generationen, Identitäten und neue Allianzen, wie viel gemeinsam braucht die gemeinsame Sache, oder vorher war auch schon beim Impulsreferat und auch bei der Einleitung die Frage nach dem gemeinsamen Nenner. Das ist ein Thema, da steckt schon relativ viel drinnen, und was genau oder was wir vielleicht auch alle gemeinsam dazu zum Denken nutzen könnten, zum Weiterdenken, zum Andenken, das versuchen wir hier in diesem, glaube ich, sehr spannenden Panel festzustellen. Wir haben vorher schon gesagt, wir würden es aber nicht so verstehen wollen, dass wir hier oben irgendetwas postulieren. Für meinen Teil kann ich sagen, ich bin davon überzeugt, dass ich nichts besser weiß. Aber ich erlaube mir sozusagen auch nachzudenken oder tue das auch gerne zum Nachdenken anregen, und das, glaube ich, machen auch alle hier neben mir. Ich darf begrüßen Lina Schilling. Du bist quasi, zur Erklärung, wir haben uns auf das Du verständigt. Ich habe darum extra ersucht, weil ich es komisch fände. Lina darf ich schon so lange kennen, und die beiden Herren, die ich persönlich noch nicht kannte, wo ich mich auch besonders freue, haben mir erlaubt, dass, oder wir haben dann beschlossen, wir duzen einander, weil wollte ich nur transparent offenlegen. Lina, du bist hier quasi, oder an sich, wenn ich das jetzt in aller Wertschätzung sagen darf, als quasi typische Aktivistin eingeladen. Jung steht für Klimaschutz und ohne Wenn, nur Aber für die Frage, die uns alle angeht, nämlich die Zukunft, für das Morgen. Romualdo Ramos freut mich in einer quasi Doppelrolle, wenn ich so sagen darf, eine Allianz in sich selbst, nämlich einerseits als forschender Wissenschaftler, genauer gesagt als Psychologe, und in dieser Tätigkeit auch Aktivist beim Thema queere Clubkultur, sehr spannend. Und last not least, Jörg Scheller, Wissenschaftler, Denker und Autor, wenn ich das so zusammenfassen darf, in meiner Welt, zuletzt etwa Identität im Zwielicht, Perspektiven für eine offene Gesellschaft oder Uncheck Your Privilege, wie die Debatte um Privilegien vielleicht die Gerechtigkeit verhindert. Bei seinem Titel steht kein Vielleicht, sondern wie die Debatte um Privilegien Gerechtigkeit verhindert. Auch euch vielen herzlichen Dank fürs Dasein. Wir haben uns für den... Ich hoffe, ich werde das nicht so durchziehen, aber ich bin typischer Lehrer, der dann immer weiter quatscht. Ich freue mich für die Begrüßung. Für den Ablauf, dass Sie Bescheid wissen, wir haben gedacht, oder das so besprochen, dass wir zwei Runden sozusagen an Fragestellungen, relativ offene Fragestellungen, die eben den Denkprozess sozusagen anregen können, oder auch versuchen, ob wir hier auf der Bühne sowas wie eine Allianz finden oder auch nicht, oder vielleicht dann am Ende feststellen, dass Allianzen eigentlich mehr schaden, als sie nutzen. Ich finde das ja einen ganz spannende Eingangsfrage, und dann relativ rasch auch ins Podium, zu Ihnen runtergeben wollen, wenn da Fragen da sind, und auch, dass Sie das wissen für die Endzeit, und ich werde mich bemühen, das auch pünktlich zu beschließen, in Wertschätzung an den Ablauf und auch an die nachfolgenden Diskussionen, ist 16 Uhr vorgesehen. Lena Schilling, ich darf vorlesen, und es ist nur ein Ausschnitt aus dessen, was Lena mit ihren 22 Jahren bereits alles gemacht hat und versucht zu bewegen, und glaube ich auch sehr erfolgreich. Klimaaktivistin, Autorin und studiert Politikwissenschaften. Mit 17 Jahren wurde sie als Teil der Fridays for Future Bewegung in Österreich politisch aktiv. Sie ist Sprecherin der Initiative für ein Lieferkettengesetz und gründete 2020 den Jugendrat, eine unabhängige Jugendorganisation, die das Ziel verfolgt, den Protest auf der Straße in organisierter Form weiterzuführen. 2021 hat sie das Lobau-Protestcamp angemeldet, woraus die bisher längste Öko-Besetzung Österreichs entstanden ist. 2022 veröffentlichte sie das Buch Radikale Wende, um den Protest und die Protestbewegung zu beschreiben und ihre historische Relevanz zu formulieren. Lena, auf FM4 in einem Beitrag im März 2021, habe ich ein bisschen recherchiert, fand ich unter anderem diesen meines Erachtens sehr vielsprechenden Ausspruch. Ich zitiere: Ich spüre diese Ungerechtigkeit so tief in mir drinnen, ich kann gar nicht anders, als aktiv zu werden. Die Frage, die mich bewegt, oder wo ich dich bitten würde, recht offen dazu zu sein: Was tust du? Was machst du jeden Tag, aber was tust du, was würdest du gerne tun und warum? Was treibt dich fort? Und im Blick auch auf das
auf das Thema des heutigen Nachmittags. Welche Hebel habt ihr, hast du auch ganz persönlich, und welche Hebeln könnten unter Umständen Allianzen eröffnen? Was ist aus deiner Sicht die Perspektive einer Allianz, im Guten, im Schlechten? Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein, und auch mein Anliegen wäre, mit euch zu diskutieren und zu schauen, dass wir möglichst gemeinsam denken, weil ich auch finde, dass wir alle hier irgendwie gleichberechtigt viel zu sagen haben. Das waren ganz viele Fragen. Ich glaube 5. Ich werde sicher mindestens 3 davon vergessen, aber ich gebe mir sehr Mühe. Warum mache ich, was ich mache, oder woher kommt das? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn man politisch aktiv wird oder versucht, was zu verändern, kommt das meistens aus einer Emotion. Und meine Mama ist Sozialarbeiterin und hat mich einfach ganz früh mitgenommen, und ich bin da irgendwie mitgewachsen und habe immer da, wo aus einer ganz kindlichen Naivität mir gedacht, okay, warum sind Dinge so? Wenn wir sehen, dass jemand auf der Straße lebt und weniger hat als jemand anderer, warum ist das eigentlich so? Und da gehen wir vielleicht dahin zurück, wo wir herkommen, nämlich, ich glaube, die meisten unserer Eltern erzählen uns in unserer Kindheit irgendwie, welche Werte wichtig sind für unsere Gesellschaft. Wir sollen gut zueinander sein, wir sollen aufeinander achten, wir sollen teilen. So diese ganzen Grundwerte, die jetzt vollkommen naiv klingen, wenn ich die sage, aber es ist so der Grundstein unserer Gesellschaft, das wollen wir, dass unsere Kinder machen. Und dann wachsen wir auf und uns wird immer häufiger gesagt, naja, irgendwie stimmt das halt doch nicht so. Und das sind andere Interessen, die Welt ist viel komplexer, ihr versteht das alles nicht und das hat schon seine Richtigkeit. Und ich glaube, deswegen habe ich angefangen, politisch aktiv zu werden, weil ich das nicht ablegen wollte. Ich wollte nicht ablegen, dass ich Dinge unfair finde und dieses Unrecht, das da objektiv ist, die Verteilung, die so nicht stimmt, auch zu adressieren. Und dann bin ich in die Klimabewegung reingerutscht, sehr früh, und da jetzt seit 7 Jahren verhaftet und mache das sehr gern. Und wo da unsere Hebel sind, ich meine, eben morgen ist der weltweite Klimastreik. Und ich habe in der Recherche von meinem Buch mir angeschaut, okay, wie groß waren das in den Dimensionen? Es sind in den letzten 4 Jahren in 2966 Städten in über 150 Ländern Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Und ja, wir sind noch lange nicht, wo wir sein müssten. Aber wir sitzen jetzt, das haben wir vorher schon besprochen, in einem sehr coolen Panel da. Wir führen die Diskussionen. Wir sind an dem Punkt, wo wir als Gesellschaft zumindest mal drüber reden und wo wir in einem sehr bewegenden Moment auch sind. Und das ist wundervoll. Und auf der anderen Seite haben wir gezeigt, wir können nicht in die Schule gehen. Wir können uns das herausnehmen. Das ist eine Debatte, die wir nachher vielleicht führen werden. Aber was heißt denn, welche Hebel hat man? Also wenn mir jemand die Frage stellt, heißt es, was für Hebel hast du? Dann stelle ich die Frage, welche Macht hast du? Welche Macht hast du als Gruppe, als Kollektiv, die du ausüben kannst, um was zu bewegen? Nichts anderes ist ein Hebel. Und ich glaube, dass wir, das ist schwierig, ich glaube, dass wir noch nicht die Macht haben, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Ich glaube aber, dass wir die Hebel haben, darüber zu reden und den Diskurs anzuführen. Und da würde ich jetzt auf die Demokratie plädieren, dass wir es schaffen müssen, das demokratisch zu machen. Aber wie gesagt, recht wir und 5 Fragen. Ich hoffe, ich habe sie ausreichend beantwortet. Danke mehr. Also ich, kurze Nachfrage. Das heißt, wenn ich den letzten Punkt richtig verstehe, wäre ein möglicher Hebel, eine mögliche Allianz in den entsprechenden politisch vorgesehenen demokratischen Strukturen auch wirkmächtig zu werden, also in die Politik zu gehen. Möchte Lena Schilling in die Politik? Zurzeit auf gar keinen Fall. Ich meine, man schaut sich die Verhältnisse im Moment an. Die Grünen sind in den Regierungen sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in Deutschland sogar mit einer, man mag sagen, progressiven Koalition, bei uns nicht, und es geht viel zu wenig weiter. Also so zu tun, als könnten wir von heute auf morgen das umstellen, nein, und ich glaube auch, dass das nicht die Allianzen sind. Wenn wir über Allianzen reden, wäre mein erster Punkt zu sagen, zeigen wir doch die Allianzen auf, die schon da sind, die gegen unsere Interessen arbeiten. Also bevor wir sagen, wir schließen mit irgendwem Allianzen, müssen wir uns doch anschauen, wie ist denn gerade der gesellschaftliche Rahmen und welche Allianzen bestehen. Stichwort ÖVP und Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, welche Papiere da hin und her geschickt werden, die Korruptionsskandale, all das sind ja Allianzen. Und um was zu bewegen, glaube ich, ist das Erste, dass wir die Allianzen, die da schon längst sind, die gegen unsere Interessen stehen, mal einfach zu beleuchten. Spannender Punkt, ich nehme noch kurz mit, gute und schlechte Allianz. Jetzt einfach aus der Sicht einer Position heraus, ohne wertend, aber negative. Danke. Romualdo Ramos, aka Rumi von Bayeres, ist Psychologe, ich hoffe, das richtig gesagt, Bayeres, habe ich das
Ja. Okay, danke. Ist Psychologe, DJ und Veranstalter in Wien, in Argentinien aufgewachsen und in Florida und Zürich studiert. War Romualdo bis vor kurzem als Postdoc an der Med-Uni Wien tätig. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Fragen rund um Arbeit, Gesundheit und Zivilgesellschaft, wie etwa, kann Freiwilligenarbeit eine psychosoziale Ressource darstellen? Schon während deines Studiums in Florida hat er den ersten Plattenspieler gekauft, aber erst seit dem Umzug nach Wien ist er verstärkt in der Clubszene tätig. Sei es in der Wiener Ballroom-Community oder im House-, Music- oder Tanzszene, sowie in seiner eigenen monatlichen queeren Veranstaltung zusammen mit dem Kollektiv Party Called Jack seit Oktober 2021 das queere Event Gays in Wien. Sein Ziel gerade ist, die beiden Leidenschaften Sozialwissenschaft und Clubkultur zusammenzubringen, finde ich sehr spannend. Dabei geht es auch um so etwas wie bessere Arbeitsbedingungen und sicherere Räume im Nachtleben. Lieber Romualdo, was verstehst du zuallererst, um einen Common Sense zu finden, unter Clubkultur? Was ist Clubkultur für dich auch im Blick auf ausgegrenzte Minderheiten und auch an dich die Frage Allianzen? Wo siehst du die potenziell? Gibt es die schon? Was würdest du für Möglichkeiten, für ein Potenzial, positiv, negativ? Ist Allianz für dich eine Option oder etwas, das du suchst oder weniger? Gut, danke, dass ich eingeladen worden bin. Freue mich sehr auf die Panel. Fangen wir mal an mit, was ist Clubkultur? Weil das ist so sozusagen, ich habe das Gefühl, ein Begriff, der immer noch, also gerade jetzt in den letzten 2-3 Jahren, während der Pandemie sich viel mehr verbreitet hat, es ist so wieder, ich würde es nennen, so eine Wiederbelebung der ursprünglichen aktivistischen Zwecken, die das Ganze, die Clubkultur am Anfang hatte. Clubkultur ist eben, da müssen wir auch anfangen, über Identitäten zu reden. Die Clubkultur ist entstanden, ist eine Subkultur, nämlich von ausgegrenzten Gruppen, die dieses Bedürfnis hatten, Orte zu schaffen, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich miteinander sozialisieren können, wo sie auch künstlerisch entfalten können. Und so ist die Clubkultur, diese Subkultur entstanden. Man sieht normalerweise, man redet, also es gibt Clubkultur natürlich überall, aber man redet oft oder man sieht in die USA vor allem, in New York und Chicago, wo Schwarze, Latinos und ganz spezifisch auch die LGBTQ-Community diese Orte verschafft haben, um eben sich von, also es ist aus einem Not entstanden, wo sie eben in der Mehrheitsgesellschaft nicht einfach gepasst haben und so kam es zu Clubkultur. Und ich finde es jetzt gerade spannend, das, was wir in der Clubkultur erleben, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt gerade eine Wiederbelebung von diesen Zeiten, von den 80ern und 90ern, wo es viel mehr politisch ist, viel mehr Aktivismus gibt in der Clubkultur. Es ist nicht mehr so in Richtung VIP und Bottle Service, so wie es, als ich angefangen habe, in Clubs zu gehen, war es alles so eine Widerspiegelung von den Hierarchien in der Gesellschaft quasi. Jetzt ist viel mehr, den Wert wird viel mehr darauf gelegt, wie kann man auch gesellschaftlich etwas bewegen, durch Tanz, durch Musik, genau. Und in Bezug auf Allianzen, ich glaube, es ist ein sehr spannender Punkt, weil tatsächlich brauchen wir ein Zusammentum von, jetzt reden wir von unterschiedlichen sozialen Identitäten natürlich, also sei es, weil man einfach also sich eine gewisse sexuelle Orientierung zugeordnet fühlt oder
zugeordnet wird. Man muss ja auch betonen, soziale Identitäten entstehen nicht oder bestimmen nicht das, was ich mache oder was ich tun oder das, was wie ich handle, sondern es werden auch durch die Interaktion, wie ich behandelt werden oder was alle andere Leute mich antun, Gutes oder Schlechtes. Und so ist es entstanden, dass eben diese, also Clubkultur ist eben durch diese Identität, also es wird herauskristallisiert, die unterschiedlichen Identitäten. Und ja, ich glaube, Allianzen braucht man insofern, dass wir müssen auch versuchen, Leute, die gar nicht mit Clubkultur anfangen können, weil sie nicht diese Bedürfnis hatten, sich in einer bestimmten Club oder irgendwo zu treffen, dass sie quasi auch dieses utopische Ziel auch mitleben. Ich glaube, und vielleicht können wir darüber später auch noch diskutieren, ich glaube, dass diese unterschiedlichen Gruppenidentitäten einerseits dazu beigetragen, dass es eben Clubkultur gibt. Gleichzeitig momentan ist es langsam die Gefahr, gibt es so gewisse Strömungen, finde ich, dass es viel zu viel Wert auf Segmentierung gibt innerhalb von Clubkultur. Und wir haben also im Keynote davor, dass sich Leute mit dieselben Interessen sich gegeneinander stellen oder sich zerfleischen. Das finde ich, dass für die Allianzen müssen wir auch zurück eben diese versuchen, irgendwie die Gruppenidentitäten abzubauen und vielmehr auf das Individuum schauen. Danke. Ja. Für mich zusammengefasst wäre es okay, wenn man das mit dem bisschen zeitgeistigen Begriff des Schutzraumes umfassen würde, also Schutzräume, um eben, gesagt, Minderheiten in welcher Frage auch immer, in welchen Bereichen, und finde das dann sehr spannend, auch wahrscheinlich mit deinem Diskurs, um denen sozusagen einen Rückzugsraum oder Entfaltungsraum zu bieten. Und der letzte Punkt, den finde ich wirklich sehr spannend, die Frage, wie die Mauern um einen Schutzraum herum vielleicht manchmal auch einer etwaigen Allianz hinderlich sind, ob es denn diese Allianzen auch braucht oder ob man diese Schutzräume, wenn sie da sind und wenn sie Sicherheit geboten haben, wieder öffnet, ob das vielleicht eine Option wäre, in welcher Form auch immer, oder sie miteinander zu einem größeren Haus zusammenlegt. Ich weiß nicht, wie ich das Bild entstehen lassen soll, aber... Das Konzept von Safe Spaces, es ist in sich ein wichtiges Konzept, auch gerade finde ich auch zu inflationär verwendet auch. Aber dieser Grundstein ist eben für ausgegrenzte Minderheiten eben, dass sie einen Ort finden, wo sie sich treffen können, aber auch gleichzeitig nicht ausschließend sind. Und das war von Anfang an, das ist was, also jetzt, wenn ich mich wirklich auf die Geschichte von Clubkultur betrachte, das war von Anfang an die Idee, dass es wird ein utopischer Raum, in dem wirklich diese sozialen Gruppenidentitäten nicht mehr existieren. Und momentan habe ich das Gefühl, dass es gibt sehr oft doch sehr eine Verstärkung von diesen Gruppenidentitäten, die zu mehr Segmentierung führt und die zu diesem Ziel, zu dieser Utopie nicht unbedingt führen. Danke, Romualdo Ramos. Jörg Scheller neben mir ist Professor für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste und Gastprofessor an der Kunsthochschule Posen, Polen. Derzeit leitet er das vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierte Forschungsprojekt Contemporary Art, Peacebuilding and Popular Culture in Eastern Europe. Er schreibt regelmäßig Beiträge, unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung, die Zeit, Freeze Magazin, und ist Kolumnist der Stuttgarter Zeitung sowie
von Psychologie heute. Bereits als 14-Jähriger stand er mit einer Metal-Band auf der Bühne. Heute betreibt er einen Heavy-Metal-Liefer-Service mit der Metalltour Malmzeit. Nebenbei ist Jörg Scheller zertifizierter Fitnesstrainer. Zu seinen letzten Buchpublikationen zählen, da sind wir, glaube ich, ganz in dem Thema, oder? Identität im Zwielicht, Perspektiven für eine offene Gesellschaft. 2021 nominiert auch für die Shortlist des Tractatus-Preis und Uncheck Your Privilege, wie die Debatte um Privilegiengerechtigkeit verhindert 2022. Ja, das Verhältnis Identifikation oder vielleicht, wie du es nennst, oder als Vorschlag in diesem, glaube ich, sehr spannenden Buch, ich habe es, gebe ich zu, nur überblicksmäßig überflogen, aber ich werde es fertig lesen, das ist ganz klar. Das Verhältnis Identifikation oder Imagination. In dem Buch Identität im Zwielicht plädierst du für eine der Identitätspolitik komplementäre Sichtweise, nämlich für die Politik der Imagination. Da These, erst diese, dann das Gemeinsame ermögliche. Lieber Jörg Scheller, könntest du uns diese grundlegende These mit oder ohne jetzt Bezug auf das vorher Gehörte einfach mal, ja, könntest du uns dieses Bild für die, für alle jene, die das Buch vielleicht noch nicht auswendig beherrschen, auf den Tisch, in den Raum oder in den Space legen und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Gerne. Gestehe aber, dass ich es auch nicht auswendig kenne. Das ist in Ordnung, das spricht für dich. Auswendig lernen ist grässlich. Nein, also im Buch oder allgemein in meiner wissenschaftlichen Arbeit zum Thema habe ich eigentlich erstmal als Historiker auf diesen gesamten Komplex der Identitäten, der Gruppenidentitäten geschaut. Vielleicht da noch als Fußnote, ich selbst komme aus einer eher individualanarchistischen Tradition, in der bereits das Individuum als Welt gilt. Also es ist nicht Individuum und Welt, sondern wir alle sind Welten. Und es gibt einen schönen Satz von Heinrich Heine, wo er sagt, wenn ein Mensch stirbt, dann steht quasi oder liegt unter jedem Grabstein eigentlich immer auch eine Weltgeschichte. Und das fand ich immer sehr schön und das hat mich sehr geprägt. Worum es bei Identitätspolitik aber geht, ist nicht diese Individualtradition, sondern es geht ganz konkret um Gruppenidentitäten. Und Identitätspolitik ist entstanden, auch sehr konkret in den 1970er Jahren, als Begriff, als Konzept in den Vereinigten Staaten. Es war eine Gruppe schwarzer, lesbischer Frauen, nämlich das Combahee River Collective, das gesagt hat, okay, wir haben die Bürgerrechtsbewegung, aber irgendwie gehen da so die Binnendifferenzen beispielsweise in den Black Communities verloren oder es gehen die Differenzen zwischen weißen Feministinnen und schwarzen Feministinnen verloren. Wir brauchen einen sehr viel präziseren, einen schärferen Blick auch auf die Mikrowirklichkeiten. Und so entstand Identitätspolitik als Versuch, auf die Lebenswirklichkeit, auf die Realität spezifischer Gruppen aufmerksam zu machen und da darauf aufbauend zu politisieren, respektive Aktivismus zu betreiben. Das heißt, es entsteht im weitesten Sinne in einem linksprogressiven Kontext. Combahee River Collective war explizit sozialistisch eingestellt. Und dann kommen wir eigentlich genau an den Punkt, den du gerade beschrieben hast. Seit den 70er Jahren hat die Identitätspolitik natürlich eine Evolution erlebt und ist heute nicht mehr unbedingt das, was es damals war. In den 70er Jahren sprach das Kollektiv vom strategischen Essentialismus. Nicht? Also, sie haben gesagt, wir wissen, das ist keine wirkliche essentielle Identität, die wir haben, das sind Zuschreibungen, Konstrukte, aber wir müssen sie betonen, weil man sie sonst einfach nicht sieht, nicht? Weil man sie sonst nicht diskutiert. Da sind wir auch wieder in diesem Kontext Aufmerksamkeitsökonomie und allen Kollateralschäden, die damit einhergehen. Das heißt, das war sehr präsent, dass es keine Essenz ist. Und ich glaube, das hat sich heute verändert. Das sind diese Segmentierungen, von denen du gesprochen hast. Wenn man über Jahrzehnte sagen, strategischen Essentialismus betreibt, dann wird irgendwann habitueller Essentialismus daraus. Also wenn ich 20 Jahre den Fernsehkommissar spiele, bin ich irgendwann der Fernsehkommissar. Ja? Da komme ich nicht mehr wirklich raus aus der Rolle, wenn man so will. Und heute sehen wir, dass diese Identitäten, diese Gruppenidentitäten auch wirklich kodifiziert werden. Also wir haben zum Beispiel Diversity Benchmarkings,
die darauf basieren, dass wir ganz klar einzelne Menschen bestimmten Gruppenkonstrukten zuordnen können. Die werden relationiert, die werden gewichtet und dann beginnt man zu optimieren. Also etwas sehr westlich Modernes. Ich glaube, dass Identitätspolitik einer jener eigentlich guten progressiven Ideen war, die im Laufe der Zeit dann in anderen Kontexten auch nochmal eine Kehrseite angenommen hat. Und da würde ich mich dir, glaube ich, sehr anschließen. Es fehlt heute ein bisschen eine Sensibilität für das Individuelle, eine Sensibilität für den Eigensinn des Individuums. Der Fokus zurzeit ist sehr stark auf Gruppenidentitäten. Und wenn man sich historisch anschaut, ist das eigentlich ein rechtes Denken. Also was haben Rechte immer gemacht? Sie haben Gruppen unterschieden, sie haben die Gruppen sozusagen gegeneinander ausgespielt. Und das ist nicht auf der intentionalen Ebene etwas, was das Combahee River Collective wollte. Also das liest sich natürlich ganz anders. Aber es ist eine vielleicht unbeabsichtigte Drift, die dieses Denken entwickelt hat. Und ich glaube, die identitäre Bewegung wurde schon erwähnt in der Keynote. Nicht? Da sehen wir, wie Identität heute in anderen Kontexten eine ganz andere Konnotation hat, als es damals in den 70er Jahren der Fall war. Und genau da wäre meine These, um aus der Identitätsfalle rauszukommen, braucht es eine Politik der Imagination. Man muss in der Lage sein, sich selbst als jemand anderen zu imaginieren, um rauszukommen aus diesen Segmentierungen, Ghettoisierungen, wie auch immer man das nennen möchte. Imaginieren im Sinne von mich hineinversetzen können, also ich versuche jetzt mich in Lena Schilling hineinzuversetzen, abgesehen davon, dass ich da ohnehin viel Parallelitäten, aber im Sinne von Akzeptieren und Wertschätzung oder also, dass ich das noch ein bisschen griffiger bekomme, diese Imagination, wie weit geht die? Also weil ich kann mir sagen, ja, ich weiß eh, was du da denkst, aber es ist mir wurscht. Also ich kann das schon nachvollziehen, ich kann mich reinversetzen, aber es interessiert mich nicht. Das wäre dann auch ein zulässiges Imaginieren, oder? Na, ich glaube, Imaginieren geht noch über das sich hineinversetzen hinaus, sondern es geht wirklich um Vorstellungskraft. Also sich selbst als jemand anderen vorzustellen, das ist kein einfacher Akt. Ja. Zu sagen, ja, ich kann mit dir fühlen, ich kann mich nicht reinversetzen, das ist schnell gesagt, aber sich wirklich so zu imaginieren, das braucht Zeit, das braucht auch eine gewisse Form von Training. Es gibt ein berühmtes Gedankenexperiment aus John Rawls Theorie der Gerechtigkeit, wo er sagt, um rauszufinden, was für uns alle gemeinsame Maßstäbe für Gerechtigkeit sein könnten, müssen wir einmal ein Gedankenexperiment so tun, als wüssten wir überhaupt nichts über uns selbst. Ja, also wir verlieren sozusagen unsere Identitäten und überlegen uns dann, wie würden wir dann miteinander umgehen, was für Gesetze würden wir uns geben. Ja, und das wäre zum Beispiel auch ein Akt der negativen Imagination, mal zu imaginieren, ich hätte keine Identität. Also ich glaube, das ist wirklich etwas ist Künstlerisches, etwas Fantasievolles, klingt jetzt ein bisschen Hippie-mäßig, bin überhaupt kein Hippie, komme eher aus der Hardcore-Ecke, die waren gegen die Hippies, aber ich glaube, dass das eine Kompetenz ist, die total wichtig ist. Okay, danke. Ich finde das gerade spannend und würde dann gleich bei dir nochmal gern anhängen. Das heißt, diese Übersegmentierung oder diese starke Identitätspolitik, die du da angesprochen hast, führt in Wahrheit, wenn ich das jetzt ein bisschen populistisch zuspitze, dazu, dass man sich nicht nur dagegen ausspricht, dass man Menschen doch nicht in Ladern stecken soll, weil das die Welt ja verkürzt und jede von uns ein Individuum ist oder in between, führt dazu, dass man sich auch noch selber in eine Lade setzt, ganz bewusst, und mit der quasi dann aber natürlich auch unter Umständen sich herumschieben lässt und vielleicht auch missbräuchlich vom Chef der Lade verwenden lässt, der dann quasi für eine ganze Gruppe redet und ich als Ladeninhalt bin sozusagen nicht mehr der sich selber noch auf und zuschiebt, sondern wer mit herumgeschoben. Genau. Jetzt die Frage dazu, das heißt, wenn wir, um nochmal zu dieser Frage der Allianzen zu kommen, ich hätte an dich auch als Wissenschaftler oder Denker oder Logik oder wie auch immer, die Frage, wir unterstellen ja auch hier und auch das Elevate Festival den positiven Mehrwert einer Allianz. Und das ist jetzt ja auch im Sinne dessen, dass wir die Laden vielleicht zu einem umfassenden Möbelstück wieder ausweiten können und vielleicht nur in Fächern denken, wo man aber dann auch die anderen sieht und nicht nur in der dunklen, stickigen Lade herumgeschoben wird.
ist das ja vielleicht auch ein spannender Punkt, aber das heißt, das wäre der Kollateralnutzen, um dieses eines meiner Lieblingsworte, weil es das nicht gibt und weil ich das immer schrecklich finde, dass es nur den Wort Kollateral, das Wort Kollateralschaden gibt, um den Kollateralnutzen einer Allianz zu beschieben. Wie geht das dann zusammen? Wir haben also Identitäten, jeder von uns hat ja auch verschiedenste Persönlichkeiten. Ich selber weiß, ich bin weiß, ich bin auch noch mehr oder weniger katholisch. Ich bin alt, also bin alt, jetzt auch am Podium, sicher der Älteste und wahrscheinlich im Raum mit vorn dabei, was das anbelangt. Also der alte weiße Mann, ja, die klassische Zuschreibung, die ein Verhalten meint und nicht die biologischen Bestandteile. Auf der anderen Seite habe ich sowas Halbjüdisches an mir, da könnte ich jetzt sagen, boah, schrecklich, mein Vater, also meine ich jetzt nicht zynisch, ist auch so, musste fliehen, dann habe ich homosexuelle Elemente, das heißt, ich kann mich aber auch in die Queer-Lade setzen, worauf ich hinaus will, wir alle leben ja potenziell in vielen Laden. Jetzt würde ich nochmal zu der Frage zurück, Allianz als Kollateralnutzen, springe ich dann von einer Lade in die andere oder gibt es was ist der Mehrwert oder können Allianzen dem Gemeinsamen vielleicht auch schaden? Letzter Punkt, dann höre ich es wieder auf. Es geht ja, was ist eine Allianz? Unlikely Allianz, weiß nicht, wie es euch oder Ihnen geht oder auch euch. Ich assoziiere damit einen die tun jetzt zusammen, also so einen OH-Effekt, der ja unmittelbar auch auf etwas abzieht, was wir auch in der Keynote gehört haben, nämlich die Aufmerksamkeitsökonomie. Also um einfach mit einer, um diese begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, die eine Öffentlichkeit hat, die dann auch vielleicht politisch overcovered wird mit irgendwelchen Snooze, zu nutzen durch eine überraschende Allianz. Ist das, wie siehst du das, ist ja eine Allianz ein Mehrwert? Ist Allianz vielleicht auch mal schädlich, weil sie zu sehr simplifiziert? Wie siehst du das, um uns hier sozusagen, wie bekommst du uns alle ins gemeinsame Möbelstück? Also zunächst mal, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet, sehe ich das Gemeinsame oder die Allianzen in Demokratien nie als große Harmonie, sondern das, was Demokratie und vor allem pluralistische Demokratie auszeichnet, ist, dass es eine relativ ungemütliche politische Form ist, in der es eigentlich keine Gewissheit gibt, weil ja alles ständig neu ausgehandelt werden muss und weil alle idealerweise irgendwie einbezogen werden. Und insofern wäre, meine ich, mein Ideal eine Allianz oder Gemeinschaft oder wie auch immer man das nennen möchte, eben eine Gemeinschaft, die bereit ist, das auch tatsächlich mitzutragen. Und dafür muss man auch dafür sorgen, dass alle das irgendwie können. Dann sind wir dann bei wirklich materiellen Fragen. Und insofern würde ich sagen, eine Allianz ist genau dann gefährlich, wenn sie eben wieder essentialistisch wird, wenn nur die einen mit den anderen irgendwie paktieren und sich verbünden. Nein, es muss in einem demokratischen Spektrum möglich sein, das ist vielleicht jetzt meine Schweizer, wissen Sie, die Schweizer Prägung, zu bestimmten Fragen eben Allianzen zu bilden. Also zum Beispiel zu Sachfragen. Klimawandel wäre für mich so etwas. Da gibt es verschiedene Identitätsgruppen, Interessensgruppen, die daran andocken können. Ja, Minderheitenrechte, gibt es auch unterschiedliche ideologische Gruppen, die daran andocken können. Und ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet in meinem Plädoyer gegen die Harmonieallianz. Ich glaube, das ist gefährlich, zu viel Harmonie zu erwarten. Ja. Ich glaube, in manchen Situationen, wenn wir über Allianzen sprechen, genau da sprechen wir über Gruppen, die halt zusammenarbeiten, weil sie das müssen oder weil das halt so eine Annahme ist. Aber ich möchte zurück eine viel schwierigere Frage stellen, eine, die ich nicht beantworten wollen würde. Wie, du hast gerade vorhin geredet darüber, dass Identitätspolitik im Moment auch Situationen annimmt, wo Leute gegeneinander arbeiten, obwohl es vielleicht auch gemeinsame Interessen geben wird oder wie auch immer. Wie würdest du das gerade in dieser Gender-Debatte sehen zu der aktuellen Frauenbewegung, die es gibt oder nicht gibt? Genau, also das ist eine Frage, die ich selber ungern beantworten würde, weil ich nicht das Gefühl habe, ich habe die Antwort. Also du meinst, wie diese Zersplitterung innerhalb eigentlich einer progressiven Bewegung, wie man die, wie soll man sagen, beheben könnte oder dagegen angehen könnte. Weil sich die Gruppe ja wirklich befeinden, genau, zum Teil. Ja. Also zunächst mal, ich habe auch kein Rezept dafür, sonst wäre ich in anderen Bereichen wahrscheinlich sehr viel erfolgreicher tätig.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Zeitfaktor einbezieht. Wir sind sehr oft eben in diesem westlichen modernen Mindset, dass wir diese Probleme irgendwie sofort lösen wollen und sagen, hey, ihr befeindet euch gerade, hört auf damit, wir müssen weitermachen. Ja, also wir haben so ein Milestone-Denken. Und ich glaube, da muss man ein bisschen rauskommen. Also man muss so eine Mentalität wie so ein gotischer Dombaumeister entwickeln, der halt mal so einen Stein legt und wann die verfluchte Kirche dann steht, naja, man weiß es nicht, 10 Jahre, 50, 100 Jahre, man arbeitet einfach daran mit allen Ressourcen, die man hat. Mhm. Und ich glaube, ein großes Hindernis, das wir gerade haben, ist, dass wir in so einem Dringlichkeitsmodus drin sind und genau diese Differenzen und Disharmonien sofort überwinden wollen. Geht nicht, man muss diese Ochsentour nehmen, man muss akzeptieren, dass diese Differenzen vielleicht noch 10 Jahre, 20 Jahre bestehen bleiben, aber man muss arbeiten. Das heißt, ein prozessorientiertes Vorgehen statt zielorientiertes Vorgehen, um es ein bisschen platt runterzubringen, weil das radikal zielorientierte frustriert dann so schnell. Sind immer noch verfeindet, läuft immer noch nicht smooth, oder? Nein, man muss arbeiten. Also Arbeit statt Hoffnung. Ja, so. Um das ein bisschen runterzubrechen. Ja, wobei bei einigen Themen haben wir, glaube ich, also gerade das, was jetzt Lena repräsentiert zuvor, das nämlich die Frage der Umwelt, da haben wir eine gewisse Dringlichkeit, da haben wir nicht die Zeit des gotischen Baumeisters, fürchte ich. Also jetzt nicht, dass die katholische Kirche warten soll, aber das ist dann schon nochmal die Frage, wie dringlich ist ein Anliegen? Jetzt weiß ich schon, das läuft natürlich wieder Gefahr, dass man Anliegen in eine Reihenfolge bringen möchte, wozu wir sowieso tendenziell tendieren, dass man immer versucht, was ist denn das Wichtigste für mich persönlich? Und jetzt ist aber noch die Frage, wie schaffen wir ein Verständnis dafür, was denn offensichtlich für alle das Wichtigste ist, wenn ich die Lena richtig verstanden habe, dann ist für die ÖVP und die Wirtschaftskammer ihr Anliegen nicht das Wichtigste. Würde wahrscheinlich auch eine Mehrheit im Saal oder würde man wahrscheinlich so teilen können. Und die Frage ist, wie schaffen wir dann auch wie schaffen wir denn auch wieder die Aufmerksamkeit dafür, dass das wohl falsch ist, weil das Klima tatsächlich dringlich ist? Ich kann gern, ich würde mich dem Prozess anschließen. Also wir haben vor 3 oder 4 Wochen mal wieder gelesen, die 1,5-Grad-Grenze werden wir nicht mehr einhalten. Und wir werden diese Meldungen, ich möchte niemanden enttäuschen, sicher noch öfter lesen. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht arbeiten, ich würde es kämpfen nennen, für eine bessere Welt oder für eine andere Welt. Da würde ich mich dem Prozess anschließen, sowas zu verändern, die Grundsteine dafür zu legen, dass zum Beispiel Wirtschaften anders funktioniert, dass unsere Gesellschaft anders aufgebaut ist, dass es um Bedürfnisorientiertheit und nicht um Profit geht, das ist ein Prozess. Und wir hatten vorher ein sehr nettes Vorgespräch und haben darüber geredet, was kann so ein Prozess sein? Und da würde ich gerne den Begriff von einer Vision reinbringen. Wir brauchen die gemeinsamen Visionen, für die wir arbeiten können. Und klar braucht es auch konkrete Ziele, weil ohne konkrete Ziele werden wir die Politiker nichts festmachen können und das ist unser Messstab. Das heißt, auf der einen Seite brauchen wir für uns, für diejenigen, die ein Anliegen haben, in dieser Welt was weiterzubringen, eine Vorstellung davon, eine Idee davon, wie das anders funktionieren könnte und wie wir da hinkommen. Und auf der anderen Seite ganz messbare Ziele, die wir einfordern können, die wir heute und morgen und übermorgen und überübermorgen wieder replizieren und die Politik auch dazu Verantwortung ziehen. Das heißt, ich glaube, wir haben 2 Ebenen. Wir haben einerseits die Ebene als aktive Teile einer Gesellschaft und vielleicht kann ich da noch mal kurz über diesen Aktivistinnenbegriff reden, weil ich glaube, dass es da vorher einfach ein kurzes Missverständnis gab. Für mich sind Aktivistinnen nicht nur Leute, die sich auf die Straße kleben oder Leute, die auf Demonstrationen und Streiks gehen. Für mich sind Aktivistinnen Menschen, die in einem gesellschaftlichen Rahmen entschieden haben, aktiv was beizutragen, um die Gesellschaft politisch oder wie auch immer zu verändern. Das heißt, das kann im Kleinen beginnen, aber politisch aktiv sind wir dann, wenn wir aktiv was verändern möchten. Das heißt, den Willen haben, in einer Gesellschaft was beizutragen. Und das kann sein, dass man diese Anliegen in ganz verschiedenen Formen auch äußert. Ob das jetzt in der Clubkultur ist, ob das in der Wissenschaft ist, ob das auf der Straße ist. Und alles davon ist wichtig. Aber deswegen fände ich es schön, wenn in Demokratien möglichst viele Menschen ein aktiver Teil davon sind und sich selber nicht als passiv wahrnehmen. Das ist die Prämisse, unter der wir das besprechen sollten, finde ich. Und eben da tatsächlich, wie schaffen wir es? Lasst uns an die großen Ziele und an die großen Ideen
glauben und überlegen und gemeinsam diskutieren und die entwickeln und schauen, wohin könnten wir denn? Und gleichzeitig nicht vergessen, dass es einfach politische Interessen gibt und einen gesellschaftlichen Rahmen, wo wir Dinge auch heute schon beschließen könnten. Und in diesem Gemengelage müssen wir uns verhalten und vielleicht müssen wir das auch komplex auf zwei Ebenen denken. Aber ich glaube, dann können wir viel gewinnen. Danke, Romualdo. Bevor wir die Runde vielleicht öffnen für Fragestellungen, ich würde noch mal gern zurückkommen auf deinen, auf diese Frage von Safe Space oder eben dann auch noch in diesem Raum, in der Clubkultur konkret zum Schutz der von Gruppen auch ausgelebten Kulturfrage. Was würde es denn brauchen, oder wenn du selber gesagt hast, das ist schon wichtig, dass diese Segmentierung dann auch mal vielleicht nicht rückgebaut wird, aber zeitlich auch wieder überwunden wird oder so wie Jörg Scheller zuvor gemeint hat, vielleicht so eine zeitweise Allianz eingegangen wird, weil das eben nicht auf Dauer ist und abseits eines machiavellischen politischen Verständnisses, einer Strategie genutzt werden kann, auch aus dem Bedürfnis heraus entsteht, weil dadurch was besser wird. Was würde es denn brauchen, dass es hier deinem eigenen Wunsch entsprechend wieder eine Art von Wiederöffnung gibt oder aus einer zeitlichen Allianz und könnte, provokant dann noch vielleicht dazu gefügt, könnte sich die Clubkultur, ich weiß, du kannst nicht für die ganze Clubkultur sprechen, aber könnte sich die vorstellen, mit den Klimaaktivisten hier noch stärker zum Beispiel gemeinsame Sache zu machen oder würde es das eine oder andere verwaschen? Das gibt es schon tatsächlich. Ja. Also es gibt ja, wir sind in den USA, in UK, also hier ist das Ganze noch am Heranwachsen in Österreich, aber das ist viele Synergien zwischen unterschiedlichen aktivistischen Anliegen gibt. Wenn wir auch, es ist für mich ganz wichtig, auch als queere Person, was ist eigentlich queer? Und es geht nicht nur um Geschlechtsidentität oder nicht nur sexuelle Orientierung. Wirklich so. Queer heißt es auch für mich, sich eben für alle diese Anliegen einzusetzen. Und diese Anliegen können auch eben Sachen rund um Klima sein, eben Ungleichheiten, also Ungleichheiten in der Gesellschaft, sich wirklich eben in die Schuhe von anderen einsetzen zu können. Und auch eben diese Empathie, ein bisschen Imagination haben, wie anderen auch in Bezug auf Disabilities. Das ist für mich das Queere. Und so können wir eben etwas bewegen, nicht wenn wir nur in den Labels denken, die wir uns die wir zugehörig fühlen. Die uns so quasi gegeben wurden, also die Identität, die uns gegeben worden sind. Ich glaube, so können wir dann erst etwas bewegen, wenn wir ein bisschen mehr, und das ist wieder schon ein Stichwort, Intersektionalität, ein bisschen intersectional denken. Ja, bitte. Darf ich? Ja. Ich fand das sehr interessant, was du gesagt hast. Das Queere ist nicht notwendigerweise eben diese oder jene Identität, sondern eigentlich ein Dazwischen. Und ich glaube, das sind genau diese Zwischenräume, die es braucht, um eben Allianzen oder Verständigungen oder Gemeinsamkeiten zu finden. Ich glaube, in dem Moment, wo das Queere dann wiederum eine Identität wäre, die ganz fest umrissen wäre, von anderen abgegrenzt werden könnte, widerspräche das eigentlich diesem Denken eigentlich in etwas fluideren Kategorien, was ein Widerspruch in sich ist. So. Insofern kam mir da ein Beispiel in den Sinn, ist vielleicht bekannt, die Musikerin Sophie, 2021 verstorben, die ihre Identität lange Zeit geheim hielt. Ja? Also es gab keine Fotos, es gab nur eine verfremdete Stimme und es gab die Musik. Irgendwann
hat sie sich dann quasi in der Öffentlichkeit zu erkennen gegeben. Und ja, die Medien waren, aha, Transfrau, wurde identifiziert. Und sie hat es nie als Coming Out bezeichnet. Und sie hat immer gesagt, hey, ich möchte eigentlich gar nicht eben in diese Schubladen, die du auch erwähnt hast, früher reingesteckt werden, sondern sie hat ihre Identität oder sich selbst als Vaping bezeichnet. Und insofern finde ich das eine interessante und auch produktive Definition oder Indefinition des Queeren, dass man nicht sagt, es ist notwendigerweise das oder notwendigerweise das, weil das erlaubt dann genau die Verbindungen nicht zu heterogenen anderen Milieus. Mhm. Wobei ich da eigentlich noch die Frage stellen mag oder drüber nachdenken mag, wir können Allianzen schließen oder uns Gruppenzugehörig fühlen aufgrund von unserer Identität. Jetzt haben wir über Identitäten geredet und was das heißen kann. Aber wir haben ja als verschiedene Gruppen zusammen auch einfach immer Interessen. Also reden wir über politische Interessen, die wir halt vertreten müssen. Wir haben schon über materielle Grundlagen geredet. Da könnten wir zurück zum Klassenkampf oder zurück zu eben Frauenkämpfen, die wir jetzt jahrzehntelang gesehen haben. Und da ist für mich die Frage, wie hängt diese Gender-Debatte, die Identitätsdebatten generell zusammen mit der Frage von Interessen und von Kämpfen, die wir als ja politische Subjekte, die geführt wurden, aufgrund von zum Beispiel materiellen Verhältnissen oder ähnlichen Dingen, also Ausgangslagen. Wie ist da der Zusammenhang? Das finde ich ganz spannend. Ich würde gerne an der Stelle sozusagen das Panel zumachen. Ich habe vorher einen Gedanken. Spannend. Nein. Vielleicht kann es ja jemand beantworten. Ich wollte gerade sagen, also einfach auch es an der Stelle öffnen. Das heißt nicht, dass ich auch nur irgendeine Frage abwürgen will. Im Gegenteil, ich möchte gerne daran andocken. Ich habe vorher als vielleicht zu harmoniesüchtiger Mensch irgendwie das Gefühl gehabt, wir hier oben könnten unseren ersten Teil, jetzt diese ziemlich genau 45 Minuten, vielleicht so zusammenfassen, dass es, ich bringe es mal auf einen bildungspolitischen Punkt, weil wir das Thema immer, oder auf einen Bildungspunkt, weil wir das Thema immer so generisch am nächsten ist, dass wir alle miteinander unsere Identität brauchen, auch die Wahrnehmung in die Identität, die Wertschätzung, die damit verbunden sein muss. Und erst das könnte uns oder könnte uns die Sicherheit geben, diese eigene Lade, uns zu Allianzen zusammenschließen, uns verschiedenen höheren Werten zusammenschließen. Das, was du gerade gesagt hast, den Kampf um eine Verteilungsgerechtigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, die materielle Frage zu beantworten. Die Frage nach der Klimabewegung, also verschiedene gemeinsame Aspekte, Umgang mit Covid war ein ganz, ganz junges Thema dazu, das ja auch ein bisschen sowas wie Spaltung, da tendiere ich übrigens auch sehr dazu, das, was Irina Nalis im Eingang gesagt hat, dass die Spaltung oft eine suggeriert ist und eigentlich war es eher ein Wegspringen an den Rändern in meiner Sache. Also zuerst brauchen wir eine Wertschätzung, auch Sicherheit in der eigenen Identität, auch ein Bewusstsein dazu und erst das ermöglicht es uns überhaupt, Allianzen einzugehen, uns partikularzeitlich zu verbünden für etwas, das wir in unserer Identität als höheren Wert anerkennen und dazu braucht es wahrscheinlich auch das politische Spiel, wie wir dann diese Allianzen zu entsprechendem Gehörtwerden führen können. Sei es so. Es gibt schon Fragen an dieser Stelle. Ihr könnt auch was fragen, das überhaupt nicht dazu passt. Das ist immer gut. Paradoxe Intervention, ich liebe es. Bitte. Lena? Ach so, nein, das war ans Publikum gerichtet. Nein, ich möchte nicht. Ja, man kann in der Zwischenzeit, wenn die Leute sich nach Fragen überlegen, kann man sich hier auch noch kurz antworten. Ich habe das Gefühl, das Panel kann auch noch reden. Genau, wenn gerade unmittelbar kein dringlicher Handlungsbedarf unter potenziellen Fragestellenden besteht, dann würde ich doch noch kurz darauf antworten. Weil man könnte, glaube ich, schon langsam ein bisschen wegkommen von den Identitäten. Und eigentlich alle Menschen, mit denen ich in den letzten ein, zwei Jahren über Identitätspolitik diskutiert habe, sei es in Osteuropa, in Amerika oder hierzulande, sagen, es ist langsam gut. Warum? Weil Identitätspolitik jetzt doch langsam ein Metathema geworden ist. Also die Identität ist dann doch, also wie benenne ich mich, wie identifiziere ich mich, geht ein bisschen weg von diesen zum Beispiel Verteilungskämpfen oder Verteilungsgerechtigkeit und lenkt vielleicht sogar von sehr viel konkreteren und auch vielleicht technischeren Fragestellungen ab, weil Identität hat mit Würde, mit Respekt, mit Anerkennung zu tun. Also wir sind da schon auf so einem Meta-Level
Und man könnte vielleicht versuchen, diese Identitätskategorien ein bisschen aufzulösen und durch Verben zu ersetzen. Also ich muss nicht immer sagen, ich bin Vegetarier, oder? Weil also dann identifiziere ich mich als Vegetarier. Man kann sagen, ich esse kein Fleisch. Was isst du? Also über das Tun miteinander ins Gespräch zu kommen, ist vielleicht etwas Interessantes, statt eben diese abstrakten Kategorien zu bemühen. Das hat was Praxisorientiertes, es ist eher down to earth, es ist ein bisschen mehr anarcho und ein bisschen weniger ja, eben Meta in dieser Hinsicht. Also das wäre so eine kleine Antwort. Ich darf erinnern, der Mann ist mit Metal also verbunden, das gefällt mir jetzt gut mit dem Anarchischen. Ich warte oder blicke in die Runde, ob es da rein schon so etwas ähnlich wie Fragestellungen gibt oder ich hoffe, wir haben euch nicht irgendwie fragetechnisch getötet, das wäre schrecklich. Aber wenn welche auftauchen, einfach wirklich melden und wir unterbrechen den Diskurs sicher gerne. Mir ist vorher noch ganz kurz, jetzt wie du das gesagt hast, Jörg, eingefallen, dass wir aber schon jahrzehntelang dafür geworben haben oder irgendwie dafür stehen, dass wir doch auch alle Gruppenmenschen sind und gemeinsam und so. Wenn ich jetzt eine letzte Wortmeldung und dann ist diese Identität, die uns halt auch zu Gruppen verbindet, über ein Merkmal oder vielleicht auch mehrere Merkmale, wenn sie übertrieben wird, ist es hinderlich. Soweit bin ich bei dir, aber sie prinzipiell abzulehnen, nein. Nein, oder? Natürlich nicht. Genau. Also das wäre ja das, was gerade in den sozialen Netzwerken und überhaupt in so ein bisschen allgemeinen Kommunikationsstil passiert, dass man immer versucht, das Gegenüber dann auf das schlimmstmögliche Alternative zu reduzieren. Also wenn du das nicht willst, dann bist du ja wohl gegen Identitäten als solche. Die klassische Identität, der Nationalismus, oder? Wenn man sagt, Gruppenidentität, wenn man sagt, wir sind stolz auf jetzt Österreich, Deutschland, wie auch immer, dann halte ich das ja persönlich, wenn ich so bewertend sagen darf, halte ich das persönlich ja ganz gut aus. Problematisch wird es dann, wenn ich sage, und ihr alle, die ihr nicht hier in der Glücksspiellotterie hier geboren seid und damit die Staatsbürgerschaft, ihr seid aber jetzt womöglich weniger wert, dann wird es widerlich und zutiefst bekämpfenswert, abgesehen von der politischen Frage, dass das Wahlrecht natürlich nicht nur an die Staatsbürgerschaft gebunden sein darf. Aber gut, das wäre... Ich würde da vielleicht, um das wieder in eine bisschen produktive Richtung zu lenken, weil ich das Gefühl habe, wir sind gerade auch sehr Meta. Wenn wir dann darüber reden, dass wir zum Beispiel gemeinsame politische Interessen haben, wie die Frage nach Verteilungsgerechtigkeit, die Frage nach gleichen Rechten, die Frage nach Klimaschutz bzw. der Bekämpfung der Klimakrise, das sind ja alles Themen, unter denen sich viele Leute versammeln können. Reden wir von großen Demonstrationen. Wir haben wahnsinnig große Demonstrationen gesehen, zum Beispiel im Rahmen von Fridays for Future-Protesten. Und jetzt ist für mich die Frage, jetzt haben wir diese großen Proteste, jetzt haben wir diese Dynamik irgendwie geschafft und die ist da. Was machen wir jetzt damit? Also wieder so eine Frage an euch. Wir sind jetzt in der Bewegung an einem Punkt. Und eben, ich glaube nicht, dass ich alles weiß und ich freue mich wahnsinnig über Input. Nach 4 Jahren stehen wir als Bewegung an einem Punkt. Es gibt eine wahnsinnig breite Klimabewegung. Die Mehrheit der Österreicherinnen ist für das Einhalten der Klimaziele. Die Mehrheit der Österreicherinnen ist gegen den Bau von Autobahnen und Schnellstraßen. Die Mehrheit der Österreicherinnen ist dafür, dass wir die Klimakrise ernst nehmen. Soweit sind wir. Jetzt haben wir die Großdemonstrationen, wir haben Proteste auf der Straße, wir haben zivilen Ungehorsam. In Deutschland wird gerade über ZU+, also zivilen Ungehorsam mit Sabotage diskutiert. Wie, wenn wir annehmen, dass es Gesellschaft unser Interesse, damit umzugehen, wie schaffen wir es jetzt, dieses gemeinsame Interesse auch zu manifestieren? Über Wahlentscheidungen, ich weiß es nicht. Wir haben eine erste Fragestellerin. Danke, ich bin dankbar für die erste Frage. Wir haben nämlich jetzt nur mehr 36 Minuten und 16 Sekunden. Ich werde versuchen, es relativ pünktlich zu beenden. Also nur, wenn Sie Fragen stellen wollen, es sind noch 36 Minuten und 9 Sekunden. Bitte. Ja, hallo, ich hätte eine Frage, aber jetzt würde ich auch gerne auf Lenas Frage antworten. Aber das kann man vielleicht auch kombinieren. Mich hat Lenas Statement zu dem Thema, es braucht Ziele und Visionen, sehr berührt und inspiriert. Ich reagiere immer sehr stark drauf, weil ich glaube wirklich persönlich, es braucht mehr Vision. Und die Frage dazu, und das verbindet es zu dem Thema Allianzen, und zwar, gibt es diese grundlegende Identität der Weltverbesserung, dass man angetrieben ist, in der Intention, die Welt zu verbessern, ein Gutmensch zu sein? Und ist das vielleicht der Schmierstoff und Klebstoff von einer guten Allianz, weil es war vorher das Thema gute und schlechte Allianzen. Und ist ist das nicht ausreichend vielleicht, Gutmensch zu sein, sondern braucht es eben ganz konkrete Ziele und Visionen?
Und zurück zu Lenas Frage jetzt. Ich bin felsenfest überzeugt, die Klimabewegung wird sich mehr und mehr manifestieren, weil sie hat alles, was es braucht. Konkrete Ziele, 1,5 Grad, konkrete Maßnahmen. Und deshalb, glaube ich, ist sie auch so erfolgreich. Und sie wird immer erfolgreicher werden. Und sie kann nämlich aus einem ganz großen Pool schöpfen, aus eben Menschen, die sich in der Identität Weltverbesserung, Weltrettung zugehörig fühlen. Da sind doch ganz schön viele, weil die wir als schlechte Allianzen empfinden, die Industriellen Vereinigung vielleicht, Wirtschaftskammer, was ist denn deren gemeinsame Vision? Profit. Außer das Geld. Das ist das Geld, oder? Also wollen die wollen ja nicht unbedingt die Welt verbessern. Mhm. Also ich glaube aber, dass eben langfristig die gemeinsame Vision, das Geld, der Profit, die Profitsteigerung, nicht so langlebig ist und so überlebensfähig wie die gemeinsame Vision, die Welt zu retten. Vielleicht ganz kurz, auch weil du vorher schon von guten und schlechten Allianzen geredet hast, ich merke, wer beurteilt denn das? Also das ist so eine Perspektivengeschichte. Ich glaube, es gibt nicht, also wir können nie allgemeingültig sagen, ist es eine gute oder eine schlechte Allianz. Es geht einfach immer um Interessen und das ist Politik, das Kämpfen um gesellschaftliche Interessenslagen. Und das finde ich spannend. Ich hätte nämlich der Klimabewegung nicht eine Identität zugeschrieben, als wir sind die Weltverbesserer. Ich würde mich niemals so bezeichnen. Nicht, weil ich mich nicht als einen guten Menschen sehen möchte. Ich glaube, das möchten wir alle. Das möchten alle Menschen. Oder viele Menschen möchten gern ein guter Mensch sein. Aber weil ich mich, oder weil es um ein ganz konkretes Interesse geht. Da sind wir wieder, deswegen habe ich die Klimafrage gleichgesetzt mit einer Verteilungsfrage, weil die auch zusammenhängen, natürlich. Aber weil das so ein ganz konkretes Interesse ist, für das wir kämpfen. Und da wäre ganz wichtig, dass nicht alle Menschen die Identität haben müssen, wir wollen diese Welt verbessern, sondern dass es da um diese ganz konkrete Geschichte geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, das würde eben auch verhindern helfen, dass es am Ende wieder zu so einem Kampf der Identität, nicht zu dieser Segmentierung, wie du es genannt hast, führt. Auch da spreche ich vielleicht wieder ein bisschen aus der Schweizer Perspektive. Politisieren über Sachfragen statt Identitätsfragen kann sehr heilsam sein. Ich beobachte in Deutschland immer, dass alles auf so einer Metaebene sofort landet. Also auch Debatten, die in Deutschland geführt werden, beginnen immer als Debatten über Sachfragen und zwei Wochen später handelt es sich um eine Debatte über die Debatte über Sachfragen. Also es ist immer gleich Meta und es entfernt sich von dieser konkreten, eigentlich hands-on, down-to-earth Ebene. Insofern glaube ich auch, nein, es gibt eben nicht das gemeinsame gute Ziel, aber was es tatsächlich geben kann im Gemeinsamen, ist vielleicht eine Einigung auf gute oder besser noch gerechte Methoden, um dieses Ziel zu erreichen oder um bestimmte Ziele zu erreichen. Ja. Also man kann nie, die einen eben wollen Nationalstaaten, die anderen wollen den Weltstaat. Ja. Haben alle ihre Gründe. Also da kommt man, glaube ich, nicht zu diesem Elysium der Harmonie am Ende. Das wird es nie geben. Das Spannende, dass du im Vorgespräch auch gesagt, es geht ja an der Stelle mehr um den Prozess. Ja, also ich glaube die wirklich, Sauberkeit des Prozesses, auch demokratischen Prozess. Bitte sehr. Ich reagiere jetzt nicht direkt auf diese Diskussion, sondern eher auf einen Eindruck, den ich allgemein jetzt gewonnen habe, auch vom Panel. Es war ja das Thema Individuum, Individualität, Identität und eben auch Allianz. Meine Frage ist, also mir erscheint irgendwie so, dass das Individuum eigentlich Identität dann braucht, dass das Individuum Identität dann braucht, wenn es in einen sozialen Austausch kommt oder wenn es sich, also nicht für sich unbedingt zur Selbstfindung, sondern wenn es in Begegnung mit anderen Menschen oder mit einer Gesellschaft tritt. Das war jetzt einfach ein Eindruck, den kann man natürlich bestreiten oder diskutieren. Meine Frage, die daraus entwächst, ist für den Begriff Allianz, sind Allianzen dann eigentlich Kompensationen von etwa verminderter Macht oder dass man sich durchsetzen muss und man schließt eine Allianz eigentlich nur, um etwas zu kompensieren, ist auch eine provokante, bewusst provokante Frage. Ja, danke. Also die Allianz als politisches Momentum. Ja, da gebe ich dir jetzt vollkommen recht. Also diese Idee, dass soziale Identitäten, es entstehen tatsächlich, also wie war nochmal deine Erkenntnis war, wenn es im sozialen Austausch, genau. Dass es erst im sozialen Austausch kommen und
Und tatsächlich, nur dann können durch diesen sozialen Austausch, muss jetzt ein bisschen jetzt zurück an meinen Gedanken, weil ich habe jetzt gerade, es laufen jetzt viele Gedanken in meinem Kopf. Dieser sozialen Austausch, es jetzt in den sozialen Austausch, und ich kann es eigentlich aus eigener Perspektive jetzt auch schildern. Ich bin nicht so, meine Identität ist nicht so einfach irgendwie, dass ich es gefühlt habe, okay, ich bin das und das und jenes. Es ist tatsächlich durch den Austausch entstanden. Und ich zum Beispiel als schwarzes Kind in Argentinien, lustigerweise hatte ich wirklich meine Hautfarbe stand nicht so quasi im Mittelpunkt als Kind, obwohl Argentinien eine sehr weiß-europäische Gesellschaft ist und ich eine deutsche Schule besucht habe. Es stand nie wirklich im Mittelpunkt, dass ich schon ein bisschen affeminiert war, schon irgendwie vom Anfang an, also als Kind. Und das stand für mich so quasi in Mittelpunkt. Und das ist eben durch diese Rückmeldung von anderen Kindern, anderen Menschen entstanden. Und erst danach, als ich in die USA umgezogen bin, kam die ganze Herkunft, Hautfarbe, Geschichte, als ich gesehen habe, okay, wo ich eigentlich rundum viel mehr schwarze Leute war. Also es war tatsächlich so, wie du es jetzt schilderst, es entsteht tatsächlich durch diese Interaktion mit anderen Menschen und wie anderen wahrgenommen wird, wie anderen dich wahrnehmen, und dann wird es salienter als nur ein so Aha-Moment, wo ich mir denke, okay, ich bin das und das und jenes. Und Entschuldigung jetzt für jetzt diesen langsamen Anfahrt am Anfang, aber ich hatte so viele Gedanken im Kopf. Aber genau. Alles wunderbar, danke. Ich würde auch gern darauf eingehen und eher auch nochmal so die Frage in den Raum stellen, wie entsteht Identität denn? Und da würde ich schon wieder auf unseren gesellschaftlichen Kontext. Wir wachsen in Verhältnissen auf. Wir stehen ja jetzt nicht da als erwachsene Person und uns wird eine Identität zugeschrieben, sondern das, was Richtig. Wir Identität nennen, kommt ja aus einem familiären Kontext, aus einem Kontext, wie wir aufgewachsen sind. Wir sind ja alle gesellschaftliche Wesen und durch die Gesellschaft geprägt und so erst entstanden. Das heißt, ich glaube, eine Identität steht nie für sich oder ist auch nicht nur durch soziale Interaktion, sondern wächst mit der Geburt von einem Kind in den Verhältnissen, in denen wir aufwachsen. Und jetzt ist die Frage, wie sehen wir das? Sehen wir uns als eine erwachsene Person in einer Identität oder sehen wir uns mit dem, was wir sind und gemacht wurden, in einem gesellschaftlichen Rahmen und Raum? Genau. Und allein das so zu sehen, hilft, glaube ich, ein bisschen, um von so harten Identitäten wegzukommen, weil man sieht, sie sind eben geworden. Ja. Sie sind nicht einfach, sondern sie entstehen. Richtig. Und vielleicht da noch einfach als Fußnote dazu, in der Entwicklungspsychologie hat man das gesehen, das kannst du noch besser erläutern als ich. Identitätsbegriff war lange Zeit ein totales Stiefkind des Diskurses. Niemand hat über Identität gesprochen. Das ging so vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg los, eben durch die großen Krisen. Das heißt, Identität hat mit Krise zu tun. Es muss irgendeine Irritation stattgefunden haben, damit man sich reflektiert und eine Identität entwickelt. Weil alles andere ist eben Persönlichkeit. Oder? Und Persönlichkeit können wir nur sehr bedingt verändern. Ich glaube auch die Identität, ich bin alt genug, da hat man irgendwie gesagt, die Identität, das Ich entsteht im Du oder entsteht auch im Wir. Und das meinte im Prinzip nichts anderes, als dass erst über die Spiegelung, über das Gemeinsame sozusagen auch meine eigene Identität wächst. Und aber auch um die Frage, die zweite von Ihnen zu beantworten, ja, ich glaube, Allianzen werden eingegangen, weil man sich dann, also nicht, weil man sich vielleicht zuvor als machtlos wahrnimmt, aber weil man dann versucht, und auch um Lenas Frage noch einmal sozusagen in die Runde weiterzugeben, weil das eine Möglichkeit sein könnte, die eigenen Interessen, ich sage es jetzt ganz machtpolitisch, vielleicht wahrscheinlicher durchsetzen zu können. Also eine Allianz, was können wir tun, hast du gefragt, wir stehen jetzt da, was können wir tun, dass mehr passiert, eine Allianz als klassischer Mehrwert auch. Bitte. Danke. Ich hätte eine Frage, kurz ausholen, und zwar
Genau, das Praktische, wie können wir jetzt umsetzen? Das ist für mich jetzt so spannend, weil ganz oft bei diesen Diskussionen ist man dann am Ende, ja okay, wir haben jetzt das Problemfeld gut beleuchtet, wir sind relativ einer Meinung, so wie jetzt? Und meine Wahrnehmung ist, dass unser derzeitiges demokratisches, mediales System hochgradig ungeeignet ist, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, vielleicht die eine Frage, wie sehr ihr dieses teilt, und daraus wird dann die Folgefrage entstehen, welche konkreten Prozesse, und da geht es auch vielleicht in die Richtung Visionen, welche Prozesse, Strukturen, Organisationen könnten wir denn jetzt zusammenbauen, damit wir mal einen gescheiten Diskurs zusammenbringen, damit wir vielleicht zu echten, sinnvollen Entscheidungen kommen. Danke. Ich glaube, ich würde gerne damit anfangen, dass ganz viel in diesem demokratischen System in Schieflage ist. Also alleine jetzt nur ganz konkretes Beispiel. Alleine, wenn wir uns anschauen, wer in Österreich alle nicht wählen darf. Wenn wir uns allgemein Wahlen in Österreich anschauen, weil vorher die Frage war, was kann man tun, wählen? Ja, viele können einfach nicht wählen. Die erstgrößte Gruppe in Österreich sind die Menschen, die nicht wählen gehen, weil sie keinen Bock haben oder es nicht sinnvoll finden. Die zweitgrößte ist die, die nicht wählen dürfen. Und unsere Regierung, ich habe es mir einmal durchgerechnet, ist im Moment von 34% der in Österreich lebenden Menschen legitimiert. Das heißt, es ist keine Mehrheitsentscheidung. Das ist mal das Erste, wo ich sage, okay, da haben wir grundsätzlich ein Problem mit, wer darf überhaupt mitsprechen, wer spricht in solchen Situationen auch mit. Und da möchte ich auf die Privilegien ganz kurz eingehen, dass es natürlich so ist, dass unser politisches System auch in einer Schieflage ist, weil halt einige privilegierte Menschen über ganz, ganz viele eigentlich entscheiden, das auch bei Wahlen dann so ist oder sich niederspiegelt zumindest, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie kommen wir jetzt weiter, wie kommen wir jetzt in einen echten Diskurs? Ich habe einen Ansatz und ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das reichen wird, aber wenn wir klein sind, kommen wir in den Kindergarten, dann gehen wir in die Schule und wir sind immer in Kollektiven, wir sind immer in einer Gruppe, die ist nicht gewählt, aber wir organisieren uns immer, dann gehen wir in die Uni und treten vielleicht irgendwelchen Studienbereichen teil oder irgendeiner ÖH, dann gehen wir in die Arbeit und werden irgendwie Betriebsräte oder organisieren uns in Gewerkschaften so. Und das, was wir verlernt haben, außer das in Parteien zu tun, ist uns zivilgesellschaftlich wirklich zu organisieren. Und deswegen ist mir dieser Punkt von Organisierung so wichtig. Und wenn man das eine Allianz nennen will, kann man es auch eine Allianz nennen. Aber nur wenn viele Menschen gemeinsam eine Allianz gründen oder sich eben organisieren für ein Interesse, für zum Beispiel Verteilungsgerechtigkeit, für Frauenrechte, für keine Ahnung was, und dann als eine große Gruppe organisiert Dinge bewegen, dann hat man sowas wie Macht. Das ist jetzt der ganz, und was kann man dafür tun? Organisiert euch. In irgendwelchen Bewegungen, in Organisationen, in Parteien, mischt es auf und organisiert es euch. Also ich würde mich, es entsteht so eine seltsame Harmonie hier, aber mein Gott. Verdammt. Also, das war jetzt wirklich so ein Anarcho-Plädoyer eigentlich. Nicht? Weil, und ich würde dem wirklich sehr zustimmen, weil ich glaube, was so in den Nachkriegsgesellschaften, in den westlichen Nachkriegsgesellschaften entstanden ist, ist doch dieses so ein Glauben, man könne sich zurücklehnen und der Transferstaat, der Sozialstaat, überhaupt der Staat und der ganze Kontext, die Strukturen um uns herum, die sorgen schon dafür. Und da ist das, was Colin Crouch hat, das Postdemokratie genannt. Es gibt so eine gewisse Demokratiemüdigkeit, die aber vielleicht eher so eine Demokratiegemütlichkeit ist. Und was es braucht, ist tatsächlich diese Energie von unten, weil es wird nie funktionieren, das nach oben zu delegieren. Das ist Pyotr Kropotkin, der Anarchist, hat das mir gesagt, auch beim Sozialstaat, wenn er dir ermöglicht, dich aus der Gemeinschaft rauszuziehen und keine Verantwortung zu übernehmen, ja, dann ist er kontraproduktiv. Und insofern würde ich das sehr begrüßen und ich würde sehr davor warnen, jetzt mehr Autorität zu fordern, ja, mehr Machtkonzentration. Das ist ein sehr gefährlicher Prozess oder vielleicht auch so eine Schwelle, an der wir gerade stehen. Wir sagen, die Probleme sind so groß, da müssen wir jetzt wirklich jemanden damit beauftragen, Experten, ja, oder eine mächtige Einzelperson oder die eine Partei. Das wäre das Falscheste, was man tun kann. Und wir werden alle bestraft, wenn wir uns nicht organisieren. Weil dann kommt früher oder später eben die harte Hand, dann kommen die Reaktionären, die Autoritären sagen, ihr habt es nicht hinbekommen, jetzt machen wir.
Also grassroots, bottom up. Ja. Ja, ich weiß, es ist natürlich auch kein, wir leben in Situationen, ja, ja. Natürlich in manchen Situationen sind das dann Prozesse, die schlicht und ergreifend zu langsam sind. Klar, ja, das ist, aber vom Grundsätzlichen und auf lange Sicht betrachtet, würde ich sagen, ist das das Einzige, was eine demokratische Gesellschaft stabil hält. Das ist die Eigendynamik, die Eigeninitiative, die Eigenverantwortung, leider Begriffe, die jetzt heute so in die rechtslibertäre Ecke gerückt werden. Ich switche jetzt trotzdem nochmal auch sozusagen die Pendelteilnehmerrolle und möchte sagen, mir wäre schon wichtig, dass dazu aber unbedingt die Begrifflichkeit Ermächtigung gehört. Ja. Also sozusagen nur zu sagen, du nimmst nicht teil an der Demokratie jetzt von allen, die mal überhaupt wahlberechtigt sind, und du hast gesagt, das ist die größte Gruppe, die dieses Wahlrecht nicht wahrnimmt. Da geht es schon auch darum, die sozusagen, bei mir ist es wieder mal ein Zugang auch über die Bildungspolitik, und das meint ja weit über Schule hinaus, also darum schon auch Menschen zu ermächtigen. Und sei es nur, weil es in einer prekären Situation ist, du hast die Verteilungsgerechtigkeit angesprochen und so über beide Ohren zu sind mit dem täglichen Existenzkampf, dass das Beschäftigen mit der Demokratie oder mit einem Aktivismus quasi ein Luxus ist, den man ja auch als Privilege durchaus definieren kann, glaube ich. Ja, also ich glaube zwar, dass man in jeder Situation was bewegen kann und beitragen kann, egal wo du stehst, aber das ist schon auch im Auge zu behalten, dass man Menschen dazu ermächtigen muss. So, zwei Fragen, glaube ich, würden Sie noch ausgehen. Eine Wortmeldung gibt es ja schon und die zweite sehe ich auch schon. Bitte sehr. Danke. Sie haben jetzt da gerade meine Frage perfekt aufgemacht. und zwar ist meine Frage, wo sind denn diese Räume, wo wir uns zivilgesellschaftlich organisieren können? Also ich muss jetzt ein bisschen meine Identitätsbeschreibung vielleicht vorschicken. Ich studiere Climate Change and Transformation Science. Ich arbeite für das Klimaforschungsnetzwerk Österreichs. Ich war auf diversen Fridays for Future Demos, ganz früh noch bei Atomkraft Demos und allem möglichen, und bin auch Clubgänger begeisterter, immer mal wieder. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ganz oft in diesem professionellen Kontext, unter Anführungszeichen, jetzt auch eine Demo ist irgendwo professionell, laufende Gespräche, kurz laufen sie emotional und kreativ an, aber das, also ich habe oft das Gefühl, das versandet schnell wieder. Mhm. Und an einem wirklich guten Clubabend sind eigentlich die Gespräche genauso, wie es man für diesen professionellen Kontext am liebsten vorstellen würde. Und ich würde jetzt in die Runde fragen, wie kann man denn diese Vorteile der beiden Ebenen da vielleicht vereinigen? Oder ja, wie kann man diese Prozesse, wie kriegt man das in die Gesellschaft, ist eigentlich die Frage, oder? Ich finde einfach, es ist eine sehr verdammt schwierig Aufgabe, tatsächlich diese Übersetzung so in der Theorie oder das, was es alles in der Diskussion gibt. Es gibt ja in Clubkultur recht viel Räume oder Diskurse oder Aktivismus auch im Rahmen von Festivals, so wie hier. aber ich finde, es fällt immer noch diesen Sprung in die Umsetzung und Umsetzbarkeit. Und da denke ich persönlich, vielleicht komme ich aus einem, vielleicht rede ich jetzt aus eigener wissenschaftlicher Perspektive, wir brauchen viel mehr messbare Einheiten. Also wenn wir wirklich so Ziele setzen, es muss dann auch messbar sein. Und ja, wir schaffen ja auch diese Orte, aber wenn wir wirklich nicht, so wie du gesagt hast, auf Ziele, messbare Ziele einigen können, ist die Umsetzung dann ja auch schwierig. Und ich glaube, gerade jetzt so haben wir auch in den letzten 3 Jahren so mit Pandemie und so auch gelernt, politische Entscheidungen basieren vermutlich eben auf messbare Erkenntnisse, messbare Evidence, wie man es so nennen will. Wir brauchen tatsächlich diese Erkenntnisse, um überhaupt etwas auch politisch zu bewegen. Ich kann nur eine andere Seite dazu ergänzen, weil ich leider sehr schlecht bin in den Clubs gehen. Deswegen bin ich sehr froh, dass da die Ergänzung ist. Aber also so,
was tun und was darüber hinaus von Demos und das geht. Also das ist vielleicht der Grund, warum ich eine Organisation gegründet habe oder warum Fridays for Future auch nicht nur auf der Straße existiert, sondern auch in organisierter Form, weil auch da meine ich, was heißt denn organisieren? Organisieren heißt genau das, dass du dich mit dem Mindset wo einbringen kannst und mit Menschen gemeinsam was gestalten kannst und die nächste Demo selber organisierst oder die selbst nächsten Vortrag, die nächste was auch immer. Das, wo du wirksam sein magst. Und da ist tatsächlich das Ding, es gibt voll viel Organisationen, aber man muss sich zusammenfinden mit Menschen und darüber hinaus, über das, was man so vor sich hin tut, sich nochmal mehr einbringen, glaube ich. Und zu dieser, wie übersetzt man das in die Clubkultur? Was versuchen wir gemeinsam zu denken, was machen diese Gespräche an Clubabenden aus? Führen wir diese Debatte mal ernsthaft? Also, ich bin auch nicht mehr so oft in Clubs und es ist immer so schwierig, dort zu sprechen, weil die Musik normalerweise recht laut ist. Vielleicht hilft das, laute Musik. Aber ich muss es nicht während der Party machen, kann man auch in anderen Rahmen. Aber verstehe. So. Okay, vielleicht war das unser Fehler bis jetzt. Ja, also es geht nicht. Ich komme aus sehr lauten Ecken. Ja. Aber wovor ich warnen würde in dem Zusammenhang, ist zu glauben, man könne diesen Club-Spirit einfach eins zu eins ins Organization-Building zu übersetzen. Sondern ganz im Gegenteil, was wir zurzeit erleben, und das ist recht interessant, Aktivismus erfreut sich großer Beliebtheit. Man organisiert sich in Form von Demonstrationen, man unterschreibt Manifeste, es gibt Pressure-Groups. Was man nicht mehr so gern macht, ist diese ganze dröge demokratische Arbeit. Also dieses Bohren dicker Bretter, das ganz Klassische. Und ich glaube, da gibt es schlicht und ergreifend keine Alternative. Das ist langweilige, nervige Arbeit, die geleistet werden muss. Und am Ende gewinnen normalerweise die genau diese Arbeit machen. Mhm. Also die Initialenergie ist wichtig, da würde ich Knut Kurz noch im Total zustimmen. Dafür braucht es Aktivismus und danach gibt es einfach Arbeit. Deswegen ist es Club, Energie, tanken, schöpfen, inspiriert werden und dann, ja, Max Weber, eben dicke Bretter bohren. Und ich glaube, das ist wirklich ein dialektischer Prozess. Bei der Quantifizierung wäre ich noch vorsichtig, weil klar, es ist toll, Daten zu haben und konkrete Zahlen zu haben, aber das ist natürlich genauso, wie unsere Wirtschaftsordnung funktioniert, nicht? Alles zu numerisieren, zu quantifizieren, zu relationieren, zu optimieren. Insofern müsste man sich da doch fragen, arbeitet man nicht genau diesem, sagen, Spirit dann wiederum zu? Ich habe so rückblickend auch mir gedacht, will man das überhaupt, wie will man das tatsächlich irgendwie politisch, also wirklich in die Politik bringen? Also bleiben wir eben bei diesen Grassroots-Bewegungen, von denen wir gesprochen haben. Es muss nicht wirklich so alles gleich so. Ja. Aber da wäre für mich die Frage. Ich stimme dir vollkommen zu, dass die Organisation dann wirklich dicke Bretter bohren ist. Und das ist, also was wir machen, ist an Schulen Workshops geben, Leute versuchen zu bewegen, die werden zum Teil Schulsprecherinnen, wir machen genau das. Aber was dann? Also du hast die Bewegung, du hast die Energie, ist dann die Form von dicke Bretter bohren immer eine Partei? Und da waren wir vorher schon bei der Parteifrage, wie bohren wir diese dicken Bretter und welche Organisationsform bedarf das? Ja. Also ich bin Kollege. Da komme ich jetzt wieder mit der Schweizer Perspektive, oder? Also direkte Demokratie ist gerade in Deutschland sehr stark diskreditiert. Man hat immer noch Angst vor dem Pöbel, ja? Also diese Unprofessionellen da unten. Man soll doch lieber so eben die Repräsentanten, die Professionellen machen lassen. Ich halte das für eine sehr klassistische Haltung und für eine Ausflucht, die Leute gar nicht erst einzubinden. Insofern würde ich sagen, was wir brauchen, ist nicht irgendwie was weg von der Demokratie oder sonst was. Wir müssen eine Hybridform, eine Mischform erzeugen, in der die parlamentarische Demokratie ergänzt wird, im Sinne von Checks and Balances, durch direkt demokratische Elemente. Und damit meine ich keine populistischen irgendwie Aktionen und ich weiß nicht was, also nicht diese Schreckensszenarien, sondern wirklich einen kontrollierten und institutionalisierten und professionalisierten Prozess der kontinuierlichen Beteiligung, denn nur in dieser kontinuierlichen Beteiligung werden die Kompetenzen ausgebildet, die die Leute brauchen, um sich dann wirklich einbringen zu können.
Und insofern würde ich tatsächlich mit einem langfristigen Horizont für eine stärkere direktdemokratische oder für stärkere direktdemokratische Systeme plädieren, aber eben nicht als Alternative zur parlamentarischen Demokratie. Und das in der Schweiz ist es nicht optimal und es ist nicht, das, die Utopie ist nicht erreicht, aber ein paar Sachen in der Hinsicht sind da ganz okay. Also der gotische Baumeister, der den Dom baut oder die den Dom, aber vielleicht irgendeinen Mechanismus, dass es nicht 20 Jahre dauert, aber trotzdem hunderte Jahre hält, wobei das Langhalten auch die Frage ist, ob er das möchte bei der Demokratie. Eine letzte Frage hatte ich irgendwie vorher noch im Hinterkopf. Bitte sehr. Also danke für die vielen spannenden Inputs bisher. Meine Frage bezieht sich auf die Idee vom Jörg zum Thema Lösungsorientierung und Prozessorientierung. Ich sehe nämlich eine große Herausforderung von Aktivismus darin, in dem großen Widerstand, der einerseits bei Gegnern entsteht, teilweise aber auch in der gesellschaftlichen Mitte, durch lösungsorientiertes Denken, Identitäten, Gruppen mit gleichen Interessen schließen sich zusammen und machen Aktionen, um eine Lösung umzusetzen. Aber ich würde da einen weiteren Begriff neben Prozessorientierung in den Raum werfen, und zwar die Kundenorientierung oder Stakeholderorientierung. Statt in Lösungen für die eigenen Interessen zu denken, wäre es vielleicht auch spannend, Szenarien zu denken, die auch die Gegner, die gesellschaftliche Mitte und Ähnliches mit einbezieht, um vielleicht gemäß dem Elevate-Motto Unlikely Alliances zu bilden. Das heißt, manche Gegnergruppen einzubeziehen, dass man eben nicht nur in Lösungen denkt, sondern in Kunden oder Stakeholdern und versucht, mehrere Gruppen abzuholen mit Lösungen. Ein bisschen der Groupthink abzuschaffen, also diese Idee, dass wenn man zu viele Leute also mit den gleichen, die Gleichgesinnten sind, einfach nicht wirklich so eine optimale Lösung führen können, weil es keine Gegenargument gibt, finde ich total plausibel. Auch um den Bubble-Effekt zu übergehen und sozusagen unlikely Allianzen, aber das ist eigentlich eine Strategie, oder? Ja. Man kann auch davon überzeugt sein, dass es eben diesen Kit in der Gesellschaft braucht, aber es wäre auch ein strategischer Weg. Ne? Also ich glaube tatsächlich, und das finde ich spannend, dass es noch nicht angekommen ist, dass das extrem so ist. Also klar, es gibt Aktivistinnengruppen von der letzten Generation, die das vielleicht jetzt mal anders gemacht haben oder anders machen. Und das ist auch okay. Also ich würde keiner Aktivistinnengruppe sagen, was sie tun sollen oder nicht. Aber in so einem breiten Verständnis von Klimabewegung, wie wir das irgendwie gesehen haben, der Klimastreik wird von 88 Organisationen initiiert. Dabei ist die katholische Kirche, dabei ist die Gewerkschaft, dabei sind eigentlich, also gerade wenn wir uns an vergangene Kämpfe wie Hallenburg erinnern, wo die Gewerkschaft uns entgegengestanden ist, das hat sich gedreht. Ich meine, selbst die Wirtschaftskammer gibt sich den Titel Wirtschaftskammer for Futures oder CEOs. Es gibt die Marke CEOs for Future. Also ich meine, das Branding ist einfach übernommen worden, das hat wenig mit Allianz zu tun, aber ich glaube, das ist wahnsinnig passiert. Das Problem ist, dass das Interesse nicht da ist, tatsächlich zu tun, was notwendig wäre. Also, wenn wir in ganz konkreten Beispiel reden. In Österreich ist der Sektor an Treibhausgasemissionen, der am meisten steigt, der Verkehr. Heißt, Autoemissionen sind in den letzten 30 Jahren am meisten angestiegen. Jetzt war unser ganz konkreter Versuch zu sagen, okay, wir schauen, dass wir möglichst wenig neue Schnellstraßen und Autobahnen bauen, haben uns ein konkretes Projekt rausgesucht. Und das Problem ist ja, dort, wo du konkret anfängst, hast du dann wieder die Widerstände. Das heißt, du kannst schon in dem großen Ganzen, wie gesagt, Mehrheit der Gesellschaft ist für Klimaschutz. Selbst die Wirtschaftskammer stellt sich mittlerweile hin und sagt, wir sind für Klimaschutz. Das war ein Freudscher. Und ich glaube, das, was wirklich die Herausforderung ist, ist, dass diese Allianzen nicht begründet werden, weil es nett ist. Ehrlich gesagt, ich habe ganz oft das Gefühl, ich werde zu irgendwelchen Banken auf Podien eingeladen, ich gehe natürlich nicht mehr hin. Ganz am Anfang habe ich das gemacht, aber ich werde auf Podien eingeladen von Menschen, die dort sitzen, um mir nicht zuhören zu müssen, und es ist ihnen furchtbar egal. Und deswegen glaube ich, ist es eher umgekehrt, nämlich zu überlegen, welche Allianzen tatsächlich eine gemeinsame Basis haben. Und das ist bis jetzt nicht oder viel zu wenig passiert. Und eben zum Beispiel die Kirche ist ein wahnsinniger Verbündeter der Klimabewegung und hat auch der ÖVP zum Beispiel ziemlich was entgegengesetzt, wo sie da, also da gibt es diese Allianzen, aber manche funktionieren auch einfach nicht. Aber
ehrlich gesagt, glaube ich, als Klimabewegung haben wir das fast zu viel gemacht. Ja, ich glaube, wo man auch aufpassen muss, ist bei diesen Allianzen, dass sie sich natürlich leicht formieren im Angesicht eines gemeinsamen großen Gegners. Nicht wie bei Game of Thrones, wenn dann quasi aus dem Norden der Nachtkönig kommt, na, dann rottet man sich schon zusammen. Aber wenn er nicht da ist, dann fällt man übereinander her. Und das ist, glaube ich, bei den Gruppen, die du jetzt genannt hast, wäre das auch so. Also Klima hat das Potenzial, die Leute irgendwie zu verbinden und diese unlikely alliances zu schaffen. Aber solange das nur unter dem Eindruck quasi der Apokalypse geschieht, ist es vielleicht nicht so wahnsinnig nachhaltig, oder? Also im Sinne von Allianzen. Ich glaube, bei dem, was du gesagt hast, man käme auch gut ohne den Kundenbegriff aus. Also ich würde da durchaus zustimmen, dass man das so angehen muss. Kunde muss nicht sein in dem Zusammenhang. Ja. Okay, dann würde ich es gerne von unserer Seite her sozusagen, ich versuche eine völlig, völlig unvollständige sicher Zusammenfassung, aber es ist eine Mischung dessen, dass wir ja vielleicht eine Identität haben, uns zu der auch bekennen sollen, uns auch in der bestärkt werden sollen, das ist jetzt das, was mir sehr wichtig ist, die uns aber niemals im Weg stehen darf, Allianzen einzugehen, Verbünde einzugehen, sei es strategisch oder sei es deswegen, weil wir davon überzeugt sind, dass gewisse Dinge, Klimabewegung, Gerechtigkeit, Wahl des Sexualpartnerin, Partners, wie auch immer, also dass es gewisse Themen gibt, Menschenrechte vielleicht, die wie Pflöcke in unsere Gesellschaft eingeschlagen werden müssen. Dringlichkeit der Klimabewegung steht ja mittlerweile eher außer Strafe. Und auf der anderen Seite, und ich nehme das schon stark mit, die ganz entscheidende Frage, welche Strukturen könnte es denn brauchen, dass wir alle vom aktivistischen Tun auch in einen realen Niederschlag gehen, weil mir kommt schon auch vor, dass manchmal das Tun wie auf Facebook einem Like entspricht oder ich nehme teil an der Veranstaltung und alle, die schon Veranstaltungen gemacht haben, wissen maximal 10%, wenn überhaupt all jener, die dann sagen, sie kommen. Also es wird auch so ein bisschen to do as if. Also ich sehe manchmal die Gefahr in dem begeisterten Unterstützen, dass es schon auch Energie ablenkt von einem vielleicht politischen Engagement. Also die Frage, ja, welche Strukturen braucht es, mir sind dann irgendwann einmal am Weg jetzt heute kurz zuvor eingefallen, die Bürgerinnenräte in Vorarlberg, die versuchen mit einer Strukturfrage, mit einer Prozessfrage tatsächlich Themen anzugehen. Das finde ich schon einen spannenden Punkt. Also die Demokratie wird vielleicht morgen auch anders ausschauen müssen, sowohl was die Partizipationsmöglichkeit anbelangt, was aber auch die wahrgenommene Relevanz meiner demokratischen Stimme anbelangt. Ich glaube, manche Menschen wählen nicht, weil sie das feste Gefühl haben und manchmal kann man es ihnen gar nicht verdenken. Es ist eh wurscht, wofür ich mich ausspreche, es wird eh nicht gemocht. Also auch die Frage der Relevanz deiner Stimme gehört wieder ausverhandelt. Und last not least wird es vielleicht neue Prozessorientierungen brauchen. Ich würde mich gern bedanken zuallererst bei euch, Lena Schilling, Romualdo, Jörg Scheller, für dieses gute Gespräch, wie ich meine, die Möglichkeit, hier Räume aufzumachen, vielleicht auch euch, sie zum Denken anzuregen. Ich mag mich bedanken bei euch, bei Ihnen im Raum, auch fürs Mitdiskutieren und ich bedanke mich auch bei den Zuseherinnen, Zuhörerinnen der Radiostationen und ja, ich wünsche dem Elevate Festival einfach, dass es nicht nur euch noch ganz viele Jahre gibt, sondern dass ihr auch so dran bleibt, wie ich das jetzt auch in der Vorbereitung wahrgenommen habe und wie ich das auch einfach extrem wichtig und extrem gut finde. Und der letzte Punkt, der mir der wichtigste ist, eigentlich bei aller zwei Sachen, bei all dem, was wir bewegen, habe ich das Gefühl, sollten wir so begeistert wie auch irgendwie dabei sein. Also es geht mir darum, Menschen, das meine ich in den Umfassenden, irgendwie dazu auch zu unterstützen, dass sie ihre Leidenschaften finden. Das wäre der eine Punkt. Und der zweite, eigentlich damit für mich verbunden, sei stolz auf das, was du tust. Also wenn du das selber geleistet hast, wäre es auch noch super. Stolz auf das, was du tust, aber das darf niemals zur Abwertung eines anderen führen, einer anderen, aber auf der anderen Seite brauchen wir auch neben diesen Pflöcken des Positiven, die ich vorher gesprochen habe, schon noch einen klaren Rand, den wir auch thematisieren. Ich sage immer, Toleranz muss auch wo enden, wenn sie sich selbst nicht überholen will. Also es muss
glaube ich, auch so etwas wie ein klares Diktum in einer Runde, in einem Land, auf einer Welt geben, das sozusagen dazu führen muss, dass es auch Unsagbares, Nicht-Tolerables geht. Danke fürs Dabeisein.